ihr Lieben, ich habe mir gedacht, ich muss mal extra ein Video machen zum Thema Direktzieher auswaschen. Also Direktzieher sind sowas wie Directions, Manic Panic und was weiß ich. Es gibt ja noch ganz viele andere Marken. Und ich werde trotzdem meine Auswaschvideos, die ich ja jedes Mal zu meiner Haarfarbe mache, immer wieder gefragt, wie ich meine Farbe rauskriege. Und ich werde auch oft angesprochen, ob das mit zum Beispiel Color Before und diesen anderen Farbentfernern funktioniert und so weiter. Und ich habe mir gedacht, ich muss dazu mal Stellung nehmen und muss euch da mal einiges zu sagen, wie ich das sehe. Ich habe auch einiges schon selbst ausprobiert und ich stelle euch jetzt hier mal einige Methoden vor, die ich auch selbst schon ausprobiert habe und werde euch da mal sagen, was bei mir geklappt hat und worauf ich schwöre. Was man im Internet eigentlich regelmäßig liest, sind solche Sachen wie Backpulver, Vitamin C Pulver. Ich persönlich, ich habe das schon mit Backpulver und mit Vitamin C Pulver probiert. Da gibt es halt auch verschiedene Arten, wie man das machen soll. Also die gängigste ist eigentlich so Backpulver bzw. Vitamin C Pulver mit ein bisschen Shampoo und Wasser mischen, das dann auf die Haare auftragen, einwirken lassen und dann spült man das halt aus. Habe ich früher tatsächlich auch mal probiert. Ich, aus meiner persönlichen Erfahrung, kann euch nur davon abraten. Die Haare sind bei mir da mega spröde und mega trocken geworden und ohne Witz, noch nie in meinem Leben waren meine Haare so trocken. Und das Witzige ist, ich habe danach, weil ich Panik bekommen habe, dass das jetzt so bleibt, wie ein Strohkopf rumlaufen muss, habe ich dann versucht mit Conditioner, mit Spülung, mit Kur die Haare abzusäuern, wieder weich zu bekommen und es hat ohne Witz nicht geklappt. Das heißt, ich habe glaube ich 3 Tage lang jeden Tag, ich habe Kokosöl-Haarkur gemacht, ich habe Kuren drauf gemacht, Conditioner, die Haare wurden einfach nicht weicher. Das Problem ist halt, wenn die Haare spröde und trocken sind, ist das Risiko, dass man Spliss bekommt, viel, viel höher. Das heißt, Reibung möglichst vermeiden und ich hatte einfach wahnsinnige Angst, dass ich jetzt mega Spliss bekomme, weil meine Haare einfach nicht mehr weicher werden. Und ich glaube, nach einer Woche oder so war das dann wieder in Ordnung, aber man muss sich ja auch mal überlegen, dass man dann auch so rumlaufen muss. Also die Farbe hat es übrigens auch nicht rausgezogen. Also null, absolut null, geht gar nicht. Dann, was auch viele sagen, einfach mit Spülmittel oder Waschmittel waschen. Spülmittel hat bei mir auch diese extrem trockenen Haare verursacht. Es hat die Directions aber auch nicht mehr rausgezogen als jetzt ein ganz normales Shampoo, muss ich ehrlich sagen. Und Waschmittel, oh mein Gott, bitte wascht euch nicht mit Waschmittel die Haare. Schaut mal darauf, was da alles für ein Scheiß drin ist. Schlimm genug, dass sich manche Menschen wirklich die Wäsche damit waschen und diese Wäsche dann auf ihre Haut lassen. Das ist schon total ekelhaft, wenn man wirklich mal darüber nachdenkt, dass da teilweise Giftstoffe drin sind. Aber bitte Leute, gebt euch das nicht auf die Kopfhaut. Wascht euch damit auf gar keinen Fall die Haare. Waschmittel habe ich jetzt nicht ausprobiert, weil es ist giftig teilweise. Also macht das nicht, wirklich macht es nicht. Dann natürlich auch sehr beliebt blondieren. Blondieren ist natürlich immer schwierig, weil das die Haare schädigt. Und ich habe euch ja auch schon in meinen Directions-Videos, ich packe euch das am besten alles mal in die Beschreibung, gezeigt, welche Farben sich ausblondieren lassen und welche nicht. Denn es gibt natürlich auch Farben, die sich nicht rausblondieren lassen. Das heißt, man schädigt seine Haare und hat dann nicht mal wirklich einen Effekt, dass die Haarfarbe verschwindet. Ist natürlich dann umso ärgerlicher. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich töne meine Haare ja auch extrem oft. Ihr seht es an meinem Kanal. Ich mache immer Tutorials dazu, wie oft ich meine Haare töne. Wenn ich jedes Mal meine Haare blondieren würde, dann hätte ich keine Haare mehr auf dem Kopf. Also das kann man wirklich, sollte man nicht machen. Wenn ihr eure Haare nicht schrotten wollt, macht es nicht. Dann auch beliebt Blondiersprays ist eigentlich nichts anderes als eine Blondierung, nur in milderer Form. Und das ist halt einfach eine schleichende Oxidation bewirkt. Das heißt, die Haare oxidieren halt langsam, aber im Endeffekt ist es das gleiche wie eine Blondierung. Übrigens würde ich generell von Blondiersprays abraten oder Aufheller. Aufhellungssprays, Aufhellersprays, wie auch immer. Dann Zitronensäure, Essig und Zitronensaftkonzentrat, beziehungsweise es gibt ja diese Zitronenpulver, die eigentlich, also die löst man dann mit Wasser auf und hat dann im Endeffekt Zitronensäure. Essig und Zitronensäure säuern ja das Haar ab, also bewirken sie eigentlich genau das Gegenteil, machen die Haare halt eigentlich nur weicher, aber das pflegt die Haare halt auch nicht wirklich und zieht die Farbe halt meiner Erfahrung nach auch nicht wirklich raus. Also viele benutzen ja zum Beispiel auch Essig-Haarkuren, obwohl es die Haare eigentlich nur weich macht und nicht pflegt. Insofern würde ich bei extrem pflegebedürftigem Haar davon abraten, aber da es ja jetzt hier um das Thema Farbe rausziehen geht, also die Farbe wird davon nicht rausgezogen, bei mir zumindest absolut gar nicht, hat gar keinen wirklichen Effekt, außer dass die Haare halt weicher davon werden. Dann die Sonne. Sonne ist natürlich gut, wenn man welche hat, aber wir leben ja in Deutschland und naja, was soll ich euch sagen? Sonne ist hier nicht so präsent. Sonne bleicht natürlich Directions raus, das ist klar. Sonne schädigt aber auch das Haar und kann die Haare halt auch aufhellen. Insofern ist natürlich auch immer so eine Sache, ob man jetzt gerade Sonne zur Verfügung hat, wenn man die Farben ausbleichen möchte. Also wenn man zum Beispiel mal auf dem Festival ist oder man ist halt ein paar Tage ständig schwimmen in der Sonne, auch Chlorwasser, Meerwasser zieht die Farbe gut raus. Aber ist halt immer so die Frage, ob man das jetzt gerade verfügbar hat. Also Sommer müsste es dann im Endeffekt gerade sein und
Ist zwar eine gute Möglichkeit, davon verblasst die Farbe sehr stark, auch von Chlorwasser, Meerwasser, wie gesagt. Ja, wenn man jetzt gerade keine Sonne verfügbar hat oder Meerwasser, dann ist man natürlich aufgeschmissen. Man könnte natürlich auch ins Hallenbad gehen, das funktioniert auch ganz gut. Aber wie gesagt, es greift die Haare halt auch ein bisschen an, trocknet die Haare aus. Das heißt, auf jeden Fall danach eine Kur machen. So ein Urlaub, 2 Wochen am besten mal ab nach, was weiß ich, in die Karibik, sollte die Haarfarbe auf jeden Fall rausbekommen. Dann ganz beliebt Anti-Schuppen-Shampoos bzw. Reinigungs-Shampoos. Da kommt es ganz drauf an, welche man benutzt. Ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass es mit manchen Marken klappt, mit anderen wieder nicht. Insofern muss man da einfach mal ausprobieren. Generell würde ich von Schuppenshampoos aber eher abraten, weil diese oft sehr blöde Inhaltsstoffe enthalten. Habe ich auch schon mal in einem Video erwähnt, dass da teilweise echt gefährliche, toxische Inhaltsstoffe drin sind. Zum Beispiel hier so Head & Shoulders oder so. So einen Schrott würde ich jetzt nicht benutzen. Das einzige Anti-Schuppenshampoo, was ich bis jetzt wirklich top finde, ist das hier von Alverde. Das benutze ich auch immer, um meine Directions rauszuwaschen. Ich werde euch noch gleich genau erklären, wie ich das mache. Dann bin ich momentan am Testen das Altera Anti-Schuppenshampoo. Ist neu. Habe ich aber jetzt noch nicht so oft getestet, dass ich jetzt sagen kann, das ist auf jeden Fall super. Also das befindet sich noch ein bisschen in der Testphase. Womit es aber auch super geht, ist das Balea Tiefenreinigungs-Shampoo. Ist oft von allen, die ich euch jetzt hier gerade zeige, das günstigste. Ja, der Klassiker, womit ich auch angefangen habe, ist von Paul Mitchell, das Shampoo 3. Damit geht es meiner Erfahrung nach am allerbesten, ist aber auch das teuerste. Also für den kleineren Geldbeutel eher das hier. Und ich mache das halt einfach so, wenn ich meine Directions rauswaschen möchte, dann wasche ich mir damit die Haare. Trockne meine Haare aber ein bisschen vorher ab, also nur ganz leicht, so gerade so viel, dass ich das Shampoo noch gut verteilen kann. Dann shampooniere ich das halt ein, lasse es einwirken, so 15-20 Minuten, mache mir dann ein Handtuch so drum, dass es nicht runtertropft, mache mir dann hier so ein Turban, klemme das fest und dann nach 15-20 Minuten spüle ich das dann wieder aus mit Wasser. Kommt darauf an, wie schnell ich die Farbe raushaben möchte, entweder dreimal am Tag, wenn es wirklich richtig krass schnell rausgewaschen werden soll, oder ich mache es so alle 2 Tage oder auch mal jeden Tag, wobei jeden Tag waschen natürlich nicht gut ist, also eher so jeden zweiten Tag. Und dann vielleicht direkt 2-3 Mal die Prozedur wiederholen und dann geht es eigentlich auch ganz gut raus. Also die wenigsten Farben sind wirklich so hartnäckig, dass sie damit monatelang nicht rausgehen. Ebony. Ja, damit funktioniert das bei mir eigentlich auch am besten. Das letzte Thema, was ich für euch habe, sind wie gesagt diese Farbentferner, wie zum Beispiel Color Before und wie sie alle heißen. Es gibt ja mittlerweile noch andere Marken. Und viele meinen ja auch, das würde super funktionieren. Aber ich habe festgestellt, wenn man die Leute dann mal nachfragt, was denn genau hat super funktioniert bedeutet, kommt meistens nur, ja, die Haarfarbe wurde ein bisschen heller. Aber ganz ehrlich, das schafft Wasser aus auch. Und warum soll ich mir dann diese Chemiebomben antun? Ich meine, da kann ich mir auch Chlorreiniger über den Kopf schütten. Hat den gleichen Effekt. Ist auch nicht sonderlich gesundheitsfördernd. Eigentlich eher das Gegenteil. Und so sehe ich das mit diesen Farbentfernern auch. Zudem sind die überhaupt nicht für Direktzieher gedacht. Denn Direktzieher sind physikalische Farben. Und diese Farbentferner wirken chemisch. Sind für chemische Farben gedacht. Also Koloration. Permanente Haarfarben, die halt oxidativ wirken und nicht für Direktzieher wie Direction. Ich würde euch grundsätzlich davon abraten, zumal es auch physikalischer Sicht gar nicht funktionieren kann. Denn wie gesagt, Directions wirken physikalisch. Ich habe euch das schon in dem Illumen vs. Directions Video, ich verlinke euch das in die Beschreibung, erklärt, wie das genau funktioniert mit den Farben, was die Unterschiede sind, wie sie funktionieren. Wenn ihr euch das anguckt, dann werdet ihr das besser verstehen. Ich kann jetzt hier nicht nochmal so genau drauf eingehen, weil es sonst 1 Stunde gehen würde. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, das Haar ist quasi wie ein Gefängnis, besteht aus Gittern und diese Farbpigmente sind so klein, dass sie anfangs noch durchschlüpfen können. Aber wenn diese Farbpigmente entwickelt sind, nach 30 Minuten, dann sind sie so groß, dass sie nicht mehr durch diese Gitter durchpassen. Das heißt, sie sind permanent im Haar verankert. Diese Farbentferner machen diesen chemischen Vorgang wieder rückgängig. Das heißt, sie verkleinern die Pigmente wieder und sie können raus und sind aus dem Haar rausgewaschen. Diese Direktzieher funktionieren aber, wie gesagt, physikalisch und nicht chemisch. Sie haften durch eine Art Magnetismus am Haar. Und dieser chemische Effekt in dieser Farbentferner eigentlich rückgängig machen soll, bestand hier aber nie. Das heißt, es macht halt keinen Sinn, das bei einer physikalischen Haarfarbe anzuwenden, die halt ganz anders funktioniert. Das heißt, man müsste diesen magnetischen Effekt eigentlich rückgängig machen und das können diese Produkte halt einfach nicht. Aber trotzdem funktionieren sie bis zu einem gewissen Grad. Also das heißt, die können die Farbe halt ein bisschen rausziehen, aber das kann halt Wasser, wie gesagt, auch. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn man sich Chlorreiniger beim Kopf schüttet oder Chlorreiniger oder Bartreiniger würde das denselben Effekt haben, aber ist halt die Frage, ob man das möchte, alleine schon der Gesundheit zuliebe. Also ich würde die Finger davon lassen, dann lieber mit Reinigungsshampoo, ist wesentlich gesünder für die Haare und überhaupt für den ganzen Körper. Ich würde euch die Reinigungsshampoo-Variante empfehlen, das mache ich immer so, hat bei mir auch bisher immer super geklappt. Wie gesagt, schaut euch meine Auswaschvideos an, wenn ihr sie noch nicht kennt. Es gibt ja immer so ein paar Möchtegern-Schlaumeier, die mir als Friseurin dann erklären wollen, dass ich eigentlich keine Ahnung habe und dass es Quatsch ist, weil es bei ihnen ja irgendwie funktioniert hat. An diese Leute herzliche Grüße, schaut auf der Herrscher
Herstellerseite vorbei, da steht es nämlich ganz genauso. Und ich gehe mal davon aus, dass die ihre Produkte schon kennen. Das waren jetzt eigentlich alle Methoden, das waren so die gängigsten Methoden, die man so am häufigsten liest und hört. Wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat, würde ich mich riesig über ein Däumchen nach oben freuen. Hier oben verlinke ich euch mal mein letztes Video und hier unten könnt ihr mich kostenlos abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Dann bis demnächst, macht's gut, tschüss!